Malik, ich muss mit Pritchard reden. Ich brauche alles, was er über das Gebäude von Tai Yong Medical hat. Grundrisse, Baupläne, einfach alles. Das könnte eine Weile dauern, Jensen. Okay, er hat Zeit, bis ich das Tai Yong Shuttle gefunden habe, von dem Van Bruggen gesprochen hat, und damit zu ihrer Fabrik fahre. Jensen out. Verzeihung, können Sie mir sagen, wo die Klinik ist? Zur Heilung unserer Welt. Die Ökosphäre. Verzeihung, Sir, können Sie mir sagen, wie ich von hier zu Tai Yong bekomme? Ja. Hier. Was? Ach, die hat direkt vor dem Ding gefragt, wie sie zu Tai Yong Medical kommt. Hat das nur überlesen. Sowas kommt vor. Ja, wir sind bereit. Wir blazen so durch mit dem Spiel. Weil wir so unendlich gut sind. Unfassbar. Ja, echt unfassbar. Malik, gibt's schon was Neues von Pritchard? Ich bin hier, Jensen. Und vor mir liegt der Gebäudeplan von Tai Yong Medical. Wunderbar. Ich brauche Zugang zu einem Sicherheitsterminal im Upper City Turm. Ihnen ist aber schon klar, dass zwischen Ihnen und dem Turm eine ganze Skyline liegt, oder? Ich weiß, das Pengu. Irgendeine Idee, wie ich hinkomme? Sie sollten erstmal nach oben gehen. Da hackt er mal wieder. Wie ist dieses Mädchen eigentlich nochmal? Hackmädchen. Quizfrage an die zahlreichen Zuschauer. Wie hieß das Hackermädchen aus Jurassic Park 1? Zugriff gewählt. Nuke-Virus erhalten. Alter, Nuke-Virus. Obwohl, die bekommen später Handy. Nee, die helfen dir nicht. Nein! Jo, selbst schuld. Boah, ich weiß gar nicht, ob wir denen nicht vielleicht sogar helfen müssen, weil wir sonst nicht weiterkommen. Nee, müssen wir nicht. Also, sonst können wir ihn vielleicht noch im Nachhinein sehen. Der stirbt nicht so oder so, keine Ahnung. Im Raum nebenan. Sie müssen jetzt fliehen. Ich kann leider nicht. Ich habe selbst Probleme. Tschüss. Weil ich meine, er hat dann irgendwie einen Code gegeben für die Tür. Achso, du meinst, wir müssen vielleicht hacken? Aber wir mal nicht hacken können. Wo zum Teufel wollen Sie hin, Mann? Der Bereich ist abgesperrt. Oh, was haben wir denn hier? Credits, die ich nicht brauche. Wollen Sie sie? Was haben wir denn hier? Aber wenn die Sicherheitssysteme Sie einfangen, ist der Deal geplatzt. Dann haben Sie mich im Nacken, okay? Klingt fair. Was hat denn da? Was genau? Credits. Okay, ich hätte ihn den rein. Ich gerade echt. Ich meine, man hat ja bei Silo Overmore in der letzten Zeit mit Kreditkarten bezahlt, ne? Ich frage mich, ob das jetzt nicht ist. Ja, okay, das kann ich meine, das war Kreditkarten. Und ich frage mich gerade, ob das ein Übersetzungsfehler war oder. Weil ich weiß nicht, also ich glaube kaum, also Credits kann man ja kaum mit Kreditkarten übersetzen. Ja, ich nicht. Oder ob die im Englischen dann wirklich auch mit Credit Cards bezahlt haben in der Zeit. Aber jetzt fängt es wieder an, richtig arschig zu werden. Ach, schick. Oh, Moment, ne? Und ich frage mich auch, welches Spiel oder welcher Film damit angefangen hat, diese Währung der Zukunft Credits zu nennen.
kann ich nicht. Ich will anvisieren. Du bist hier der Deus, Mann. Du weißt, wie das funktioniert. Meinst du nicht rechten Stick drücken oder linken? Oder? Oh ja, stimmt. Nee. Hey, alles cool. Gar nicht hier. Alles gut, gar nicht hier. Kamera ist nur misstrauisch, keine Sorge. Okay. Ich sehe direkt an die vier. Ja. Hey, ich habe da nur die Kamera zerstört. Bei Splinter Cell hat das jetzt nichts ausgemacht. So viel von der Kamera ausgeschossen hat und so. Oh, wir haben eine Fehlfunktion. Geht klar. Oh, 2 Minuten später bei der nächsten Fehlfunktion. Ja, kann passieren. Genau, das ist wirklich auch die geilste KI bei Splinter Cell, bei dem neuesten Teil da. Wenn du diese Roboter von diesen kleinen Typen da, weißt du, das ist... Oh, ja. Der die einfach unendlich nachschickt. Oh ja, war wohl eine Fehlfunktion. Nächstes Mal, psch. Direkt vor seiner Nase schießt man die ab. Und, Fehlfunktion. Kann passieren. Das ist alles halt made in China, ne? Da kommen halt Fehlfunktionen mal vor. Hey, du kannst mich hier nicht sehen. Aufhören. Das ist unmöglich. Gut. Ich bin in Deckung. Du kannst mich nicht sehen. Das ist unmöglich. Unmöglich. Diese Konstruktion liebe ich auch. Natürlich. Natürlich ist das auch so, dass der Schalter für das Ding ist direkt daneben. Nee, schade. Oh, nein. Hey, du kannst mich nicht sehen. Du warst ja nur für 2 Sekunden oder so voll sichtbar auf der Kamera. Du kannst mich nicht sehen. Hey! Hey! Was willst du eigentlich gerade machen? Ich will die Kiste mitnehmen. Ach so. Kannst mich nicht sehen. Alles ist gut. Kannst mich nicht sehen. Entdeckung. Ich halte L gedrückt. Nee, warte. Ich halte ZL gedrückt. Oder LZ. Jetzt so wie dieses eine Mario Party Spiel. Wow, wow, wow. Hier, nein. Wo man immer wieder in das Fass zurück muss, wenn der Hund sich umdreht. Hm. Ausprobieren, ob das egal war, ob man hier, wie in vielen Spielen, natürlich ist es hoffentlich hier auch noch so, dass man, wenn man einen Laser, also so eine Box stellt oder so, dass das dann nicht detektiert wird, dass man da doch da durch kann. Was machen? Ich bleib da so jetzt da drin, dass ich gar nicht mehr aktiv werden. Sieht gut aus. Nein, aber immer noch feindselig. Ah, was soll denn das? Renn durch. Was soll denn das? Das kann doch gar nicht sein. Unmöglich. Sehr gut, ich komme ja noch weiter hier. Moin! Du
irgendwie kam gerade über Funk ein Typ durch, der einfach nur gesagt hat. Weißt du, was das zu bedeuten hat? Nee. Alles normal. Kamera fährt nochmal drüber. Ei, nichts Ungewöhnliches. Oder das Kamera sieht ihn nur für eine halbe, für zwei Sekunden. Alles in Ordnung. Ich muss ihn da jetzt reinschieben. Ah, sehr gut. Ey, nicht zu weit zurückfahren. Sehr gut. Aber ich muss ihn anscheinend mitnehmen, den Typen. Dann komm. Ui. Vielleicht nehmen wir ihn auch doch nicht. Ja. Dann brauche ich gleich einen neuen. Ich muss ihn gleich einen Air pullen. Nee, hey, du Tussel. Warte. Hey, eine Notiz von mir. Kannst du irgendwie einmal irgendwo hinschießen? Nee, schießen ist sofort. Okay. Das ist ganz, ganz schlecht. Du musst aber auch nicht mehr weit gehen, kannst du einfach durchrennen. Nein, das bringt mir ja nichts. Dann habe ich ja wie nur wieder einen Alarm für die nächsten Stockwerke. Scheint ihn nicht sehen zu wollen. Guck mal, ob ich mir da hinten was weggabeln kann. Ich kann ja doch noch an. Das alles nicht interessiert. Das alles in seinem Rücken. Jetzt halt rumspringen. Wenn jemand dann das Überwachungsvideo sieht. So. Der Typ wird sofort gefeuert werden. Mit U-Bahn Pro-Style hier wieder. Oh. Hoffentlich konnte er jetzt noch nicht weiterfahren. Ja, sehr gut. Alles gut. Guter Plan. Richard, ich bin in einem Aufzug, der mich zum Pengu bringt. Irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen. Zum Pengu. Es dürfte keine größeren Probleme geben. Das Pengu dient hauptsächlich zur Wartung und als Lager. Suchen Sie nach einem zweiten Aufzug, wenn Sie dort sind. Er bringt Sie direkt in den Turm. Wie viel sonst? Das Pengu. Dein Lüftungsschacht. Ich liebe ja auch an dieser Simpsons-Folge, wo sie Nightboat sehen. Kannst du dich daran erinnern? Und nee. Irgendwie Nightboat verfolgt so ein paar Typen halt. Das ist halt wie Night Rider, bloß als Boot. Ja, ja, ja. Ich fahre dann zu Land weiter. Und meint aber Nightboat sofort, aber da ist ein Kanal. Den können wir entlang fahren. Nightboat. Und, meine, ich glaube, Bart und Lisa bemerken dann, ja, irgendwie gibt es jede Woche einen Kanal oder einen Fluss oder sonst irgendwas. Wenn man mal bei Nightboat so ist. Ja, und bei uns gibt es halt jedes Mal irgendwie einen Lüftungsschacht oder sowas. Großartig.
bricht auch ein bisschen die Framerate ein. So. Zu viel Grafik gebracht. Jensen, was genau suchen Sie eigentlich? Eine Überwachungsaufnahme. Van Bruggen hat gesagt, er hätte sie irgendwo auf einem Server gespeichert. Er hat bestimmt den Datenkernraum gemeint. Höchste Sicherheitsstufe. Einige Stockwerke über der Stelle, wo sie den Aufzug verlassen. Aber die ersten Gänge sind noch öffentlich. Wie sich bisher ist auch noch nie in dem Spiel eigentlich wirklich angeboten, aber gelohnt hätte, in ein Feuergefecht zu gehen. Ja. Vor allen Dingen, weil man ja eh auch wie Sau verzieht immer. Und unsere Munition ist auch richtig stattlich. Ja. Und ich meine, unser Inventar ist so winzig, wir könnten ja selbst, wenn wir wollten, nicht wirklich viel mitnehmen. Das ist inakzeptabel. Ich darf Sie nicht reinlassen. Zutritt zum Labor nur mit Legion-Zugangspass. Mist, der muss noch auf dem Schreibtisch. Bin gleich wieder da. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man da rankommt. Lüftungsschacht. Naja, hoffen wir mal, dass hier einer ist. Und, weil ich habe auch keinen Bock, jetzt irgendwie da nach der Lösung zu suchen. Da ist auf jeden Fall einer drin, aber zwei. Zwei ist uns zu hoch. Ja. Haben die einfach nicht hacken geskillt? Dö. Nochmal als Anmerkung, gar keine Augmentierungen hier. Augmentation. Der Eiermodus. Ja. Huge Hex-Modus. Das ist cool, weil das spart eine Menge Zeit, bevor oder so, sonst haben wir gleich wieder die ganze Rotze da drauf. Ich weiß ja nicht, ob Sie schon mal. Sind Sie kürzlich auf dem. Nein, klar. Zugangskarte. Das stand bei Legion Zugangspass gerade eben. Dann sagen wir einfach, wie wir ein Mrs. Tam. Wir sind Miss Tam. Was? Ich hab doch gar nichts mit dir gemacht! Willst du mich verarschen? Ich bin gegen ihn gelaufen. Was soll denn das? Wenn diese Polizeigewalt, die Grundlose. Gleich mal irgend so einen führenden Wissenschaftler abknallen. Hey, wir müssen schnell nochmal vom ersten Kapitel das lesen. Hier, so schnell müsst ihr das jetzt lesen. Ich hoffe, ihr kommt mit. Die Jungs können ja pausieren. Ja, und vor allen Dingen alle Parts vorher auch gucken. Das ist viel wichtiger. Ja. Weil dann braucht man das nicht lesen, dann erlebt man es ja.
Das ist richtig. Und das hier ist die höchste Innenstadt nur dabei. Unterhaltungsstufe, die es auf der Welt gibt. Ja. Schön. Oh nein, du verschießt unsere wertvolle Munition. Vor allem für die MP. Ja. Außerdem, du weißt ja nicht, ob ich die verschieße oder gerade hier Frame Date Vorfahr und Speedrun. Sehr geil. Ja, schieß euch jetzt alle. Oh, der neue Mitarbeiter läuft mit seiner MP rum und dann die ganze Zeit dieses Klicken. Wir haben einen neuen wahnsinnigen Mitarbeiter. Du bist tot. Du bist tot. Der hat unbedingt im Film so einen Charakter, der hat das gesagt. Ah ne, ich glaube, wir schauen auf The Dead. Gleich auch Nahkampf? Achso, nur stimmt, nur mit diesem Zuhau-Ding. Man kann nicht ihm seine Fäuste erheben und die soll den kaputt hauen. Ich darf sie. Ey, wenn an diesem Gift hier drin stirbt, dann bin ich ja eigentlich nicht. Nochmal speichern vielleicht vorher. So könnte ich schon mal die anderen beiden Soldaten auseinandernehmen. Wenn der Typ steht schon davor mit so einem hochexplosiven Ding und wartet nur darauf, dass sie wieder nebeneinander sind. Moment, Kollege, du musst noch eben warten. Wo ist denn der andere? Dann ist Schrot. Der mag einen dann nicht mehr. Alter, der hat noch eine Pump. Hättest du vielleicht daneben werfen müssen, sodass nur das Gift ihm da. Eine Schröt. Verletzt. Nee, das. Probieren geht über Studieren. Ja, Simon, das kannst du mir glauben. Hä, wirklich? Ich glaube nicht. Das ging bei Jack the Lions. Da ging es vor dem Patch, konntest du hinter Leute zielen. Und wenn dann ein Streifschuss die getroffen hat, wurden die nicht feindlich. Das ist ziemlich geil. Jetzt hat die Beine weggeschossen. Ja, kann ja mal passieren. Ups. Genau hinter dir war ein Ziel. Ja, das kann man so irgendwie abstellen. Der Alarm kann ich auch nicht gleich hängen. Wie weit guckt denn die Kamera? Wie weit geht die nach rechts? Normalerweise dürfte die Kamera jetzt noch nicht sehen. Oi, misstrauisch. Aber noch alles gut? Komm, das interessiert dich doch gar nicht, Kamera. Hier ist nichts passiert. Gar nichts. Das ist eine brave Kamera. Ich muss immer noch das Ding daneben hängen. Na, ich brauche noch ein bisschen Energie. Lass. Nee. Noch sieht er mich nicht. Los, sau ihn um! Ja, das war genial. Wir haben noch keinen Alarm. Super. Man steht schon neben ihm.
Kann der jetzt nicht mal den Code dabei haben? PDA. Ja, das Ding lesen wir jetzt sogar mal. Zugangscode. Ja. 4731. Yes. Wir müssen gleich beeilen in der Kamera. Na, hey, du kannst mich nicht sehen. Die sieht doch den Typen doch, oder nicht? Ei. Wie, was war nochmal? 4731. 3-1, nicht 1. Ich muss die Leiche ein bisschen verschieben. Hey. Also, er ist ja gar nicht tot, nur den bewusstlosen Körper. Ja. So ein Mü-Mü. Hat der Kleine nicht gut gesleept? Hervorragend. 4713? 4731. Ah. Ansonsten 13, aber ich glaube 31. Boah! Explodierflasche! Flasche, ich befehle dir zu explodieren! Schon ein schwer gepanzerter, oder? Ja. Bleibt ruhig, Leute. Ich habe hier so ein Ding. Vor sich auf den Zivilisten ein Schleuder. Na, was ist los hier? Ich habe immer noch keinen Alarm. Warum auch? Das ist nur irgendwas Gutes. Alles richtig gemacht. So, 4, 7, 1. Na, andersrum. Nee. Ist richtig. Ist doch richtig? Oh, okay, danke. Alter. Was? So nicht an und die sind auch schon die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Hm. Egal, dann wird es noch einfacher. Weil brauche ich nicht mehr zu ihnen kommen. Doch, leider schon. Nein, da kommen sie in meine Faust gerannt. Da geht sie da. Black Ops. Ich glaube, es ist zwar okay, dass du speicherst, aber du wirst eh nicht mehr laden müssen. Klar. Hierher, Junge. Haben wir jetzt sehr schön. Jetzt ist es nur alarmiert. Das ist auch schon schlimm genug.
halt die Schnauze und suche ich dich auch noch um. Schön ruhig. Das hat sie mit einem Psychopathen zu tun, also. An ihrer Stelle würde ich tun, was er sagt. Ich habe die Betonfaust. Wehe, du verrätst mich, Kollege. Dich finde ich auch noch. Ihr könnt rennen, aber ihr könnt nicht gleiten. Ja. Alles klar. Hey! Der hat mich weggestoßen. Der muss so panisch sein. Das ist ein ganz normaler Arbeitstag. Ich spiel's gerade verstecken. Das ist unwiderstehlich. Aber da ist eine Kamera, die ihn direkt sieht, ne? Die dich auch so wie jetzt schon sieht. Scheiße. Ja gut, wenn ich schon Alarm ist, brauche ich auch nicht mehr hier rumschleichen. Vorteil. Wow! Oh! Nee! Nein! Nee, hör mal auf! Fahren? Nee, ne? Nein, aber da sind noch mehr Soldaten. Der kann hier nicht durch. Alles gut. Oh Gott, ich muss schnell die Waffe wechseln, der kommt gleich. Ja. Nein! Die Schrotflinte. Ist einfach so wunderschön. Deus Ex. Tempus fugit. Ist so. Quo vadis? Schwindria. Direkt neben dem Typ. Ey, weh, du Wahnsinn! Junge! Okay. Nö, hängt da zusammengekauert direkt neben ihm. Nee! Halt! Nicht die anderen Bahnen! Nicht weiter splintern. Ist auch so eine Sache geworden, dass man da um die Ecke gucken kann. Klar. Man muss heutzutage echt immer total den Vorteil gegenüber dem der KI haben. Ich dann sowas wie hier Metal Gear Solid 1 denke. Wenn du in dem ollen Spind bist, siehst du auch wirklich nur durch diesen Schlitz. Ja, ich bin schon. Also eigentlich siehst du gar nichts. Ja, nun komm auch mal, Kollege. Jetzt reicht's. Da ist er wieder aggressiv, wenn ich mich da langroll. Hä? Okay. Hier ist die Faust.
Mach keine Faxen, sonst kommt der Faust. Roboter ist auf der Höhe hier. Oh Gott. Einen Code haben wir gerade bekommen. Ich zu. Ja. Und die hat mich provoziert, so. So nicht. Nachdem Gerüchte aufgetaucht waren, Präsident Orly McTavish hätte Gelder. Zwischen hier der Schranke, meine ich. Oder nicht? Das wär schon, das, da wärst du schon hinter der Tür. Ja? Ja. Die Tür ist jetzt gleich hier links von dir, die verschlossene. Also. Oh ja. Ja. Sehr gut. Obwohl, ich muss ja nicht Richtung zu X. Das ist X. X. Revolution X. Remember, music is a weapon. We should always remember. Oh oh, na gut. Dass man die nicht umboxen kann, den Roboter. Hat sie umgedreht. Oh. Nein. Durch.
Heilige Scheiße. Da kommt noch einer. Jetzt sind drei hinterher? Nee. Oder? Das Problem ist, der eine dreht sich da auch gerade vor der Tür rum, siehst du das? Ja, und der Roboter kommt dir gerade auch entgegen. Eben. Quatsch, ich schleit doch keiner rum. Schön. Nein, ich hab den Code nicht. Scheiße. Wie das da immer näher fährt. Okay, ich gehe. Wie brauche ich noch ein Gold? Helle Code Face. Jetzt kannst du das Passwort. Hab ich wohl schon mal aus dem PDA hier. Steht erfahren. Das dann da irgendwo oder wie? Ja, steht da doch. One rule. Okay, hab ich gar nicht gesehen. Ah! Müssen die Dinger hier offen sein. Yes. Ach, wir sind ja gleich schon bei Sau. Ja. Ist das die Frau gewesen? Ja, genau. Ne, ist zurückgegangen. Achso. Ich glaube, ich bin tot, oder? Naja. Alles in Ordnung. Schach. Was ist denn das hier?
Okay. Der andere guckt sich schon an. Dann muss ich schnell das machen. Nein, ich darf auf gar keinen Fall. Roboter hat mich auch noch eingekreist. Irgendwie eine Kiste holen oder wie kommt man da rein? Ja, ich hole auch. Ich hätte noch viel lieber so ein. Oh, ey. Also bis hierhin ist ja eh noch sicher. Dass man da drauf geht, auf den hier. Ja, dann da drüber läuft. Oh, ey. Nein, bist du durch? Ja, ich bin drauf gekommen. Noch zu sehr in Deckung. Aha! Wo bin ich? Der Roboter ist gerade überhaupt. Oh! 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 Immer dieser blaue Pfad, der sich dann da durchzieht. Das ist ja auch das Geile. Mit Unsichtbarkeit kannst du natürlich auch komplett durch die Laserschranken gehen. Die werden davon nicht ausgelöst? Nö. Das macht gar keinen Sinn. Ja, aber du kannst es. Ja. Unsichtbarkeit. So, als hätte man plötzlich keinen Körper mehr oder so. Das ist einfach nur geil. Ja. Roboter können einen auch nicht mehr ohren. Nix. Gar nix. Das hätten sie eigentlich auch auf Deus Ex oder so rausnehmen müssen dann. Stimmt. Ich meine, wir spielen jetzt natürlich ohne, aber trotzdem. Ich denke, das ist überkrass. Hab ich gar nicht mehr so idiotensicher in Erinnerung. Verliert man denn hier auch all seine Augmentationen, wenn man aufs Schiff kommt? Ja. Aber danach kriegst du die alle wieder, wenn du auf Ort bist. Ja. Schönes Ding. Yes. Ja, langsam zieht das Spiel wieder an vom Schwierigkeitsgrad her. Egal. Was, ich bin. Okay, das hätte ich jetzt selbst nicht erwartet. Ich wollte euch schon durchrennen. Tschö. Nicht nötig. Wäre auch kacke, so schnell wie die aus der Tür rauskommen. Wohlstandsbräuche hier wieder abziehen, ne? Das ist unfassbar. Ach, jetzt sind wir jetzt bei dieser Eliza, oder? Pritchard, ich lade jetzt Van Brogens Beweisrolle. Kann Seraph mithören? Laut und deutlich, Adam. Kann losgehen. Ich habe gehört, ihr Team wurde in Detroit mobilisiert. Warum erfahre ich das erst jetzt? Weil es ein rein taktischer Einsatz war. Reed und ihr Team tragen subdermale GPL-Implantate. Man kann sie orten. Ihre Entführung war ein Fehler. Das hat Montreal schon geregelt. Verzeihen Sie mir, wenn ich nicht ganz so viel Vertrauen in unsere Freundin Eliza habe wie Sie. Sie ist zu sprunghaft. Ihre Bedenken sind notiert. Allerdings rate ich Ihnen, sich um Ihre eigenen Operationen zu kümmern, anstatt sich in meine einzumischen. Na mir auf! Das ist ja immer so ein Star Wars, wenn sie ein Hologramm haben. Haben Sie das mitgekriegt? Ich hab's gehört, aber ich
Megan und die anderen. Sie leben. Wenn das bei diesem Hologramm natürlich auch keinen Sinn macht, oder darf man nicht weiter drüber nachdenken. Ist es die, keine Ahnung, das Hologramm guckt nach rechts und dann sieht es plötzlich auch in die Richtung. Ja. Aber die Pro-Tactics hier nicht viel gebracht. Bringt ihn um! Das bin ich sehr freundlich. Scheiße, gleich hinter der Tür ist einer. Hier lang, der Roboter. Geh auf deinen normalen Weg zurück. Wo kommt er dich nicht um? Leider hat er 360 Grad Drehung gemacht. Das ist 2 Stunden, nein, 50 Part. Das ist 2 Stunden. Ja, machen wir 2,5 Stunden Parts. Ja, klar. Du, da vertraue ich dem Schnittmeister. In mundgerechte Häppchen teile ich das dann. Du bist der oberste Schnittmeister. Ist dann Director's Cut. Ja. Ruhestandsboy hier Director's Cut. Ist so. Und jetzt kommt's, sie spielen die Deus Ex Director's Cut. Nee. Doch. Ist ja unbelievable. Belief das mal besser, denn es ist wahr. Oder wird wahr. Was ist das? Nix. Was? Ja, die Kamera hatte ich mal nie gesehen jetzt. Inhalt ist nur Blend. Kein Problem. Drehst dich um und fliegt so ein Ding zu dir rüber. So. Ja. Nein! Sieh ich das Scheißding wieder. Jetzt kommt der Roboter raus. Nichts mit. Er hat Schrotflinte im Kopf. Seien wir hier noch 3 Versuche. Und sonst machen wir erstmal Pause. Hier Silent Hill. Ja, sonst kann ich auch. Obwohl ja, nee, mach du das mal besser. Ja, okay, wieso kannst du da auch? Ja, nee, mach ich morgen. Fang ich morgen an. Was? Okay, ach ja, naja, klar. Ja, was? Was? Wie bitte?
Scheiße hier. Ich glaube, der Roboter ist auch noch nicht aktiviert. Ich habe noch nicht gesehen, dass er losgefahren ist. Er ist aber noch blau. Wo versteckst du dich? Willst du den Typ nicht wegziehen? Ich bin feindselig schon, ne? Das ist alles erkannt. Ja, aber der Roboter fährt noch nicht los. Nee, die Kamera hat mich noch nicht erfasst. Dann so. Roboter ist an die Kamera gebunden. Ach so. Ich weiß, dass er hier ist. Dieser Waffe zu zielen, ist so ein... Das ist geil. Dann gleich siehst du wieder den Typen und dann denkst du dir, ui, hier ist ja doch irgendwas los. Keine Sorge, das vergisst die Eintagsfliegen wieder in kürzester Zeit. So, PDA. Pirana. Wir machen die Hand mit. Our City. Wie man Kamera so. Ja, so macht man das. Ey. Braucht man sich ja wieder einen Code oder was? Hat sich wieder Geld gemacht. Erstmal gemütlich hacken. Oh Gott, das ist die Stelle. Werd fertig! Nuke-Virus jetzt! Zukunft gewählt. Siehst du, wie viele da sind? Danke, Nuke-Virus. Alles in Ordnung. Erstmal abgenuke Virus. Nuklearer Abschuss wurde geortet. Nuklearstart festgestellt. Du musst natürlich auch deine geheime Ghost-Taktik dann nicht mal den Leuten zeigen. Jo. Naja, ich glaube kaum, dass. Ja, du bist ein Meister der Ghost. Ja, aber ich glaube kaum, dass außerhalb von Korea noch irgendwer sich für Starcraft 1 interessiert. Ja. Und in 2 werde ich niemandem irgendwas mit. Nein, aber hier. Also ich will, also wenn ich zum Beispiel Zuschauer bin, will ich schön schon deine geheime Ghost-Taktik lernen wollen. Ja. Ja, ich spreche dafür die Mehrheit. Weißt du, die Dagi B-Leute und so, die wollen das auch sehen. Ja. Die wollen Halls. Die wollen Ghost Hall sehen. Aber das hat Dagi B. Raketensilo Hall. Wie das funktioniert. Schön so Raketensilo Hall. Und Forschungsstation. Forscher einsatzbereit. Ah, jetzt sind wir ja direkt bei hier. Genau da, wo wir dann nach Pause noch machen wollen. Sehr schön. Kann man sich eigentlich entscheiden, ob man die da anheben lässt oder nicht? Die ist ja meine diese Maschine da. Hübsche Wohnung haben Sie. Bitte! Ich wollte nicht! Wo ist Megan Reed? Reed? Ich weiß nicht. Hören Sie auf zu lügen, Sau. Sie haben Megan und ihr Team entführt. Du Sau. Ich weiß, dass Sie Seraph Industries zerstören wollen. Sarah. Und ich weiß, dass sie mit diesem Schwein zusammenarbeiten, das mich sterben ließ. Also, wo ist Megan? Nein, sie irren sich. Sie denken,
ich stecke hinter all dem, aber das stimmt nicht. Ich bin wie Sie, eine Spielfigur. Sie sind die Chefin eines Milliardenunternehmens. Und man möchte meinen, das schützt mich. Tut es aber nicht. Diese Männer, sie sind mächtiger als Harry, mächtiger als Taeyong. Gegen die bin ich ein kleines Licht. Was faselt sie da? Seraph weiß es. Fragen Sie ihn. Er dachte, er kann seine Leute mit subdermalen GPL-Implantaten schützen. Aber diese Männer... Einfach wieder irgendwelche Begriffe in den Raum werfen. Ein Anruf bei Pikes und die Implantate waren stumm. Ich dachte mir, dass diese Schiffe um mich zu töten. Sie müssen mir helfen. Bitte. Sie sind so weit gekommen, sie können mich doch sicher beschützen. Nein. Stimmt. Sie können mich doch sicher beschützen. Dass Männer uns Frauen aber auch immer unterschätzen. Ja. Adam, was zum... Dann war's das erstmal mit Deus Ex. Fürs Erste, ja. Ja.